Hallo ihr Lieben, es wird wieder mal höchste Zeit, dass ich mich bei euch melde. Tja, viel zu tun und dementsprechend kommt man auch zu nicht viel. Jetzt bin ich ja wieder eine Woche gewesen, muss ich ja in diesem Falle sagen, eine Woche gewesen im Harz zum Frauentagsfeiermarathon und ich bin nicht ganz alleine, die liebe Gitzi ist auch da, sie steht gerade an der Balkon. Ja, ich komme. Moment. Kleinen Moment. Entschuldigung. Oh, Gitzi. Ich komme. Moment. Bin schon da. Lass dich doch rein, natürlich. Gitzi, komm rein. Gitzi? Wo bist du? Hallo, ich bin's, die Gitzi. Ihr habt ja Gina gerade gesehen, die ist aber gerade irgendwie etwas unabkömmlich. Die hat gerade irgendwas, weiß ich, irgendwas zu tun. Ja, was soll ich sagen? Ich bin hier im Haus und mache ein bisschen Kurzurlaub und... Oh, sag mal, ich glaube, es hackt oder was jetzt? So, ihr Lieben, ich bin wieder zurück. Ich denke, ich muss erstmal klein... wenig Ordnung machen. Wie ihr seht, ist auch alles wieder in bester Ordnung, ist alles wieder gut. Wir vertragen uns, wir haben uns lieb. Tja, ich würde sagen, an dieser Stelle erstmal genug. Bis später. Ihr Lieben, wie ihr gesehen habt, das ist natürlich alles nur so ein bisschen Spaß. Ganz logisch, ich freue mich sehr, dass die liebe Gitzi mich hier im Harz besuchen kommt für die Woche. Ganz tolle Sache. Ja, wie gesagt, es hat sich halt angeboten. Ich hatte gerade Zeit für einen kleinen Kurztriff und dann hat Gina mir gesagt, sie ist hier im Harz und sagt, ach, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Und das, wie gesagt, haben wir gesagt, wir treffen uns so mittendrin und ja. Ja, weil man muss sagen, der Harz liegt genau zwischen Frankfurt am Main und Zwickau, also ziemlich zwischen, so, ziemlich genau so. Zwischendrin. So. Und es bot sich einfach an. Und das Schöne ist, ja, wir haben die Wohnungen nebeneinander. Also ihr seht uns gerade in meiner Wohnung sitzen und Gitzi wohnt in der Nachbarwohnung nebenan über zwei Etagen. Ich habe die bessere Badewanne wie sie. Ja, die kleinere, ich habe die größere. Aber okay, passt schon. Ja. Ansonsten, wir lassen es uns ja neben der Show ganz gut gehen. Und zwar, ja, zeig's ruhig mal. Das ist ganz lecker. Oh, ein Traum. Figurerhaltende Kekse von der Firma, ich mache jetzt Werbung, von der Firma Freebie, die hier im Ort sitzen, unweit, wie viel, 100 Meter, denke ich mal, von hier weg. Und das Schlimme ist, wir gehen dort jeden Tag frühstücken. Und man kommt an den... Moment nicht. Danke, ich muss nachher noch auf die Bühne. Und ja, figurerhaltende... Hör jetzt auf, hier rumzufressen. Das ist ja auch gut. Ansonsten, was haben wir noch gemacht? Wir sind mal einen Tag sehr, sehr zeitig aufgestanden, sind von hier aus anderthalb Stunden gefahren nach Leipzig. Gitzi kannte ja Leipzig noch nicht. Eine sehr schöne Stadt, also es hat mir sehr gefallen. Wunderschöne Bauten. Kann man wirklich für jeden mal, der was Interessantes sehen möchte, empfehlen. Eine Reise nach Leipzig ist immer wert. Und Shopping. Ja, so ein bisschen Geschäfte gucken. Bisschen Kleinkram, bisschen Kosmetik, Strumpfhosen, was man so braucht halt. Ne? Ja. Ist ja ganz klar. Mhm. Ja, und jetzt sind wir schon fast am Ende auch hier im Harz angelangt. Und eins muss ich aber noch sagen, ich meine, ich kenne ja nun auch Gitzi persönlich. Großteils kennen wir uns über Skype, übers Internet. Und Gitzi live natürlich, sie reist immer, wie man auch unschwer erkennen kann, mit kleinem Handgepäck. Übrigens, weißt du, dass ich mal genau so eine Frisur hatte irgendwie. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal genau die gleiche Frisur. Ich habe die schon lange nicht mehr gesehen, fällt mir gerade auf. Ne? Du, das kann ja vorkommen. Zufälle gibt es. Ja. Es sieht aus wie meine damals. Ja, das gibt es Sand am Meer. Das, okay, das gut, ja. Steht hier aber gut. Okay. Ja, und typisch Gitzi, wie gesagt, kleines Handgepäck. Sie hat auch dementsprechend einen ganzen Stapel ihrer tollen Kostüme dabei. Und da muss ich jetzt wirklich nochmal, ohne dir Honig ums Maul schmieren zu wollen, sagen, man sagt ja von Gitzi, sie ist die mit den Kostümen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist sie mit Recht. Also wenn man da, ja, wenn man da schaut, da sind
überall Steine und Funkel und Kanten und Glitzer und Motive drauf. Und wenn da so ein großer Stein ist, dann ist der nicht einfach nur mit Pailletten eingefasst, sondern ist auf den Pailletten obendrauf jeweils auch nochmal ein Stein. Also das ist schichtweise gearbeitet. Ja. Und riesen Muster, Motive und es ist wirklich ganz irre. Also ich muss sagen, wirklich sehr beeindruckend. Besser wie die Fotos, die man bei Facebook sieht. Also die kommen halt. Ja, die kommen echt nicht ran. Die kommen echt nicht ran. Aber das Schöne ist halt, ich bin die mit den Kostümen. Sie ist die mit dem Make-up. Ja, mit was sonst? Jeder hat ja seine Vor- und Nachteile. Solange das den Leuten alles Spaß macht. Das ist das die Hauptsache, dass es Spaß macht. So, eben, das war es an dieser Stelle von uns beiden. Wir sehen uns irgendwann hoffentlich ein bisschen öfter wieder, wie in letzter Zeit. Wie gesagt, ich habe mich ein bisschen rar gemacht, aber eben. Du hast ja auch was Wichtiges. Viel zu tun, viel zu tun. Wir haben ja auch viel drüber gesprochen. Viel Arbeit. Wir sehen uns irgendwann. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss, ciao. Tschüss.